Hallo meine Lieben, ich bin Irene Lauretti aus der Facebook-Gruppe Gesundheit mit dem Mond und Seelenzahlen und Tarot und Lenormand und ich begrüße euch ganz herzlich heute am 25.04.2021 zu unserer wöchentlichen Mond-Tarot-Live-Sendung. Ja, der 25., ich habe heute schon einen Post gemacht, die 25 ist ja auch die 7. Die 25 ist eine wunderbare Zahl des Sieges, denn 7 ist die Zahl des Siegeswagens im Tarot. Und die 25 ist auch ein ganz, ganz, ganz effektives, wunderbar reinigendes Energieschloss. Das habe ich heute auch in dem Post geschrieben. Aber ich sage es hier dennoch nochmal. Und es passt natürlich ganz, ganz wunderbar zur heutigen Energie, zur heutigen Tagesenergie. Denn wir haben ja heute den Mond in der Waage. Der blaue Bereich, ja, auf dem Zodiac, hier in meinem Buch Der Mond und der Kosmik der Schöpfung. Ich zeige euch jetzt gerade diese Abbildung. Die habt ihr auch im Buch, aber ich kann sie einfach besser zeigen auf diesen Sheets. Ja? Also, wir sehen heute, ich komme jetzt gleich nochmal zum Energieschloss, wir sehen heute im blauen Bereich, der Mond, der weilt also heute hier in der Waage. Das ist der blaue Bereich, denn die vierte Tiefe, der das zugeordnet ist, ist dem Element Wasser zugeordnet, in der fernöstlichen Elementelehre. Wir haben ja hier die sechs Tiefen, immer noch mal für die Anfänger, für die Neueinsteiger, und die entsprechen den fernöstlichen Elementen, also der Fünf-Elemente-Lehre. Und diese Elemente, die sind praktisch unseren westlichen Elementen übergeordnet, die entsprechen praktisch der planetaren Ebene. Das ist für dich deine Emotionalebene. Und die Organstromebene, das sind dann die Tierkreiszeichen, die ziehen das dann in die Körperlichkeit runter durch ihre eigenen Elemente. Und das wäre bei der Blase das Element Luft. Die Blase ist das Element Luft und der Blasenstrom, der zieht das Element Wasser durch sein Element Luft, weil er ein Gesichtsluftstrom ist. Wie gesagt, er strömt von dem Gesicht nach unten. Könnt ihr euch hier auch nochmal anschauen. Hier vom Stern, wie gesagt, sind wir heute hier in der Waage. Also ganz nah wieder am Zentrum, weil die Nierenenergie, die wird den Stern dann vollenden und ins Zentrum wieder einführen. Und auf den Organstromverlauf von dieser Sichtweise her betrachtet, sind wir heute hier in der Blasenenergie. Es ist leider immer alles spiegelverkehrt. Und das ist auch ganz interessant, könnt ihr euch nämlich mal anschauen, die Elementegruppen, das sind also hier alles die Luftströme, habe ich euch unten drunter nochmal Stichworte geschrieben für die einzelnen Elementegruppen. Und das wäre also für die Gesichtsströme, also alle Luftströme, die vom Gesicht hinunterströmen, die kümmern sich um die geistigen Bedürfnisse und um die Kräfte des Verstandes. Ganz einfach deswegen, weil sie den Kopf klären. Und wir schauen uns das gleich auch nochmal an, warum sie den Kopf klären. Weil sie, wie gesagt, alle im Gesicht beginnen und die Energie nach unten ziehen. Wo haben wir denn? Also, hier im blauen Kapitel, ja, mein Buch Der Mond und der Kosmik der Schöpfung geht zum blauen Kapitel. Da findet ihr heute die gesamte Tagesinfo. Am Anfang gebe ich euch immer die Einführung, wo der Mond ist, welchen Organs zugeordnet ist, welche Seelentore. Dann habt ihr erstmal die Gesamtübersicht über die Tiefe an sich, also über die Mutterschwingungsebene, also das Element Wasser. Und dann kommt die Tierkreiskraft selber, das ist also die Waage, mit ihrem Seelentor. Und das macht die Waage Blasenenergie auch so besonders, denn es ist das Herzchakra, welches wir öffnen, wenn wir die Blasenenergie aktivieren. Und der Blasenstrom, der ist also auf das Kreuz des Menschen bezogen, auf das Elementekreuz. Das ist in dem Bildteil zwischen den Teil 1 und Teil 2. Hier, das ist das Kreuz des Menschen, weil wir selber bilden ja durch diese 12 Organströme das Kreuz der Materie. Durch den Stromverlauf dieser 12 Ströme, die in Wahrheit ein großer Strom sind, der sich einfach 12-mal wandelt. Und die Zwerchfellenergie, also ich sage es nochmal kurz, weil das ist einfach immer wieder faszinierend zu sehen, Zwerchfell, Nabel, Gallenblase, da sind wir wieder bei einem, also alle Luftströme strömen von oben nach unten, werden dann zu Wasser, Leber, und dann haben wir einmal die vier Elemente durchlaufen. Dann geht es weiter mit Lunge, Dickdarm, Magen, ist auch wieder ein Luftstrom, Milz ist wieder Wasser. Und dann sind wir wieder beim Feuer angelangt, Herz,
Dünndarm, Blase, da sind wir jetzt, nur dass der Blasenstrom hinten strömt, schauen wir uns gleich an. Niere, die vollendet dann den Zyklus und dann beginnt es wieder mit dem Schützen. Jeden Monat wieder und auch jeden Tag, denn alle zwei Stunden wechselt ja die Hauptzeit für ein Organ. Und wir sehen jetzt, wie viel Uhr haben wir jetzt? 19 Uhr sind wir gerade in der Nierenzeit. Eigentlich keine gute Zeit, um eine Präsentation zu geben, weil man da eigentlich nicht sprechen sollte oder nicht so viel sprechen sollte, weil die Nierenenergie nämlich direkt in den Gaumen strömt. Und deswegen, wenn man in der Zeit spricht, man besonders viel Energie verbraucht. Aber ich habe es heute einfach irgendwie nicht anders hinbekommen, weil ich erst meine ganzen, ich mache die Überarbeitung für mein Buch Liebe und das möchte ich eigentlich ganz gerne mehr hinter mir haben. Und wollte dann auch erst den Blasenstrom strömen, weil ja die Blasenzeit zwischen 16 und 18 Uhr ist und weil ich das ganz gerne in der Zeit machen wollte. Und so wurde es heute eben 18 Uhr. Aber das sind alles Tipps für euch, wie ihr diese Informationen nutzen könnt. Ja, das ist der Grund, warum in den Ayurveda-Kuren, in den wirklichen traditionellen Ayurveda-Kuren in Indien im Übrigen, 3 Wochen lang nicht gesprochen wird. Weil die Nierenenergie ist die Hauptenergie zur großen Regeneration im Körper. Die Nierenenergie leidet am meisten unter Stress, aber sie ist auch, so wie auch die beiden anderen Wasserströme, nämlich Leber und Milz, wirklich dafür verantwortlich, deinen Körper vollkommen zu regenerieren, von unten, von den Füßen, von der Erde her, weil sie von den Füßen nach oben strömt. Und die Nierenenergie, wo wir jetzt im Übrigen diese Woche den Vollmond feiern werden, einen super Vollmond am Dienstag im Skorpion. Das wird ganz, ganz, ganz spannend, weil da wird ganz viel zum Fließen kommen, weil die Nierenenergie, die ist ja die doppelte Wasserkraft. Und die Nierenenergie ist die größte Transformationskraft und sie öffnet dein Seelentor am Solarplexus, das Zentrum der Macht. Also es wird eine interessante Woche werden. Und wir sind natürlich deswegen jetzt in dem Vollmond Skorpion, weil, das habt ihr vielleicht schon rausgefunden, ich habe es natürlich auch geschrieben in meinem Buch Der Mond und der Kosmische Gehörte Schöpfung und dem Kalender Gesundheit in deiner Hand. Der Vollmond ist ja immer in dem Monat von der Opposition. Das bedeutet also Mai. Es gehört eigentlich schon zu Mai. Mai ist ja dem Stier zugeordnet und Stier ist die Opposition vom Skorpion. Deswegen ist der Neumond im Mai im Stier und der Vollmond wiederum im Skorpion. Also wir sind zwar noch im April, aber es gehört schon energetisch sozusagen zu Mai dazu. Das ist ein Gesetz. Also es ist immer so, dass wir immer die Opposition im Vollmond haben, beziehungsweise der Neumond dem Monat entspricht, wo wir auch gerade sind, auch wenn es sich leicht überschneidet. Ja, und die Nierenenergie, die, wie gesagt, könnt ihr euch auf dem Stromverlauf ansehen. Die strömt direkt in den Gaumen und damit in die Zunge. Und deswegen sollte man einfach, wenn man regenerieren soll, dasselbe gilt im Übrigen für Mütter, die geboren haben, die ein Kind bekommen haben. Früher galt es 6 Wochen lang Kindbett. In der Zeit sollte so gut wie nicht gesprochen werden. Und das hatte seinen Grund, weil wenn eine Frau ein Kind gebiert, dann powert sie die Nieren komplett und vollkommen aus. Das ist wie, ich weiß noch, wie die Hebamme sagte, wie wenn einer einen Lauf einmal zum Himalaya hochgeht. Also so entsprechend powert das die Nieren aus. Und die Frauen, die meinen natürlich gleich wieder alles machen zu müssen, dann wird ja mir auch vorgelebt in der Politik und so weiter. Und das mag am Anfang gut gehen, aber der Crash kommt bestimmt. Und so viele Probleme, die später kommen, auch Frauen, die nervliche und Burnouts und was auch immer für Probleme sie kriegen, bis hin zu Krebs, haben ihre Ursache eigentlich dort, dass in der Zeit nicht genügend, beziehungsweise überhaupt nicht, diese Zeit genommen wurde zur Regeneration der Nieren. Einfach Ruhe, Mund halten, keine Arbeiten machen. Früher haben dann die Familienmitglieder das gemacht. Oder in England ist es zum Beispiel so, dass die dann oft eine Amme nach Hause nehmen und einfach Hausangestellte haben. Ja, das Geld kann man halt einmal ausgeben und sich einfach um sich selber kümmern, seine Nierenenergie wieder in Ordnung zu bringen. Ja, aber auch sonst, die Nierenenergie ist einfach die Energie der Regeneration, wo man dann noch mehr trinken sollte. Das ist jetzt die Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Und die Blasenenergie, wie gesagt, die ist die Energie, die vor der Niere ist. Die strömt, weil sie ein Luftstrom, also ein Gesichtsluftstrom ist. Seht ihr hier auf der Abbildung 352 bis 353 von der Stirn?
Hier beginnt sie, also immer da, wo der gelbe Flash ist. Sie beginnt hier, übernimmt hier von der Dünndarmenergie, weil erinnert ihr euch, die Dünndarmenergie ist vom kleinen Finger die Arme hinuntergeströmt und direkt durch die Brust gekreuzt, hat das Brustchakra weit geöffnet und mit dem anderen Stromverlauf, mit dem einen in die Ohren und mit dem anderen durch das dritte Auge zur Stirn. Hat also das Herz, Herzchakra mit dem dritten Auge verbunden. Und hier an der Stirn übernimmt jetzt die Blasenenergie und strömt hinten erstmal in die Ohren. Und wenn man sich den Blasenstrom richtig intensiv strömt, dann kann man das spüren richtig, wie dieser Strom in die Ohren strömt und wie das richtig schön warm wird in den Ohren. Ich habe das vorhin gespürt und auch heute Morgen, als ich den Blasenstrom geströmt habe. Und natürlich spürt man auch oft dieses wunderbare Wärmegefühl am Rücken, wenn all das, dieses gesamte Nervenkostüm, das hier am Rücken liegt, die ganzen Nerven, wenn all das gewärmt, geöffnet, aktiviert, gereinigt, regeneriert wird. Und schaut mal, wie der durch das Steißbein strömt. Da wird alles geöffnet hier. Deswegen ist er auch ganz wichtig im Übrigen für die Sexualität. Ist auch einer der Ströme, der die Sexualität befreit. Denn wenn dieser Bereich geschlossen ist, zu ist, dann kann die Kundalini-Energie nicht nach oben strömen und dann blockiert dort alles und dann wird der Mensch frigide oder impotent. Und dann strömt der Strom weiter, die Beine hinunter und in die kleinen Zehen und befreit natürlich, reinigt auch die Beine, also alle Beinprobleme, auch oft Gürtelrose an dieser Linie. Viele Menschen haben Gürtelrose in diesem Bereich. Das reinigt und beruhigt und heilt der Blasenstrom so wunderbar. Und ihr seht natürlich auch hier an dem Stromverlauf, dass er direkt durch Energieschloss 25 durchströmt. Die 25, die ja heute haben wir den 25. Dazu muss ich sagen, damit will ich nicht sagen, dass wir jeden Tag das Energieschloss aktivieren, öffnen, was dem Tag entspricht. Also, weil diese Daten, die sind ja, eigentlich haben die mit dem Kosmos nichts zu tun. Die sind sozusagen menschengemacht. Das ist nicht dasselbe wie der Mondstand. Der ist wirklich die kosmischen Schwingungen, den keiner von uns entfliehen kann, beziehungsweise es geht auch nicht darum, sondern wir regenerieren uns und wir erschaffen uns kontinuierlich neu aus der Seele, aus dem Geist, durch diese Schwingung. Das bedeutet, diese Schwingungen, diese vom Mond aktivierten Schwingungen sind alles für uns. Ja, da hatte auch diese Woche jemand da so eine Frage, gut, jede Frage ist berechtigt gestellt, warum eigentlich der Mond? Ich meine, der Mond ist doch auch etwas Physisches, da ging es um Bewusstsein. Und der hatte dann so gemeint, fürs Bewusstsein braucht man doch nicht den Mond. Das ist es eben überhaupt nicht, weil der Mond, der ist für diesen Kosmos, und ich spreche natürlich immer für diesen Kosmos, weil wir sind ja alle nun mal in diesem Kosmos inkarniert. Wir haben hier einen Körper, wir sind hier. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle mit dem großen Bewusstsein verbunden, was alles vereint, alle, auch alle anderen Kosmen. Aber Kosmos bedeutet Ordnung, kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet Ordnung. Die anderen Kosmen, die haben andere Ordnungen, die haben auch vielleicht mehr Monde, die haben andere Gesetze. Für diesen Kosmos, innerhalb dem wir inkarniert sind als Menschen, gilt die kosmische Ordnung der 3 mal 4 gleich 12. Das bedeutet, wir haben 12 Tierkreiskräfte und das alles basiert auf dem kosmischen Schöpfungscode von 3 mal 4 gleich 12. Das ist genau das, was wir machen, eben diese Schöpfungsreihenfolge, von der ich es eben die ganze Zeit habe und die der Mond und die Sonne uns vorgeben. Und diese kosmische Dreieinheit von Sonne, Mond und Erde, innerhalb derer wir eingebettet sind, beziehungsweise aus der wir unsere individuelle Dreieinheit von Geist, Seele, Körper hervorgehen, ist die Bedingung, dass unser Geist und unsere Seele überhaupt erst in die Körperlichkeit gehen kann. Und der Mond ist für die Seele das, was die Seele für den Menschen ist. Das bedeutet, das, was du bist als Dreieinheit von Geist und zwischen Geist und Körper durch ihre 12 Tore vermittelnde Seele, das ist der Mond für den großen Kosmos. Oder umgekehrt, der Mond ist also das Schöpfungsprinzip, weil er die sechste Tiefe regiert. Und die sechste Tiefe, die ist dieses kosmische Ei.
die ist dieses Ei und das ist die Ordnung, das ist das Ei, innerhalb dem wir leben, uns regenerieren, generieren und uns kontinuierlich neu erschaffen, aus dem wir uns, in anderen Worten, ausbrüten. Unsere wahre Heimat liegt hinter dem Ei. Das ist der Teil von uns, der Geist, der ewig ist, der immer war, der ist und der immer sein wird, das vollkommene Bewusstsein. Aber um diesen Teil bewusst zu sein, sollen wir, ich mag das Wort müssen nicht, ist es unsere Aufgabe, diese 12 zu meistern. Und das sagen alle alten Weisheitsbücher. Das steht in der Smaragdtafeln drin. Die Bibel zeigt uns das durch die 12 Apostel, die 12 heiligen Tore des heiligen Jerusalems. All das ist das. Und natürlich auch ganz viele Märchen, Rhea in den griechischen Sagen. Rhea bedeutet übersetzt Lebensstrom. Das ist genau dieser Strom, der Lebensstrom, der eben der Strom ist, der der Einheit, dem gelb-goldenen Licht, das ist die Ebene über dem Zodiak, über der Zeit und Körperlichkeit, die der Sonne zugeordnet ist. Und der Lebensstrom entspricht dieser Spirale und dieser gesamte Bereich ab dem Punkt, wo die Spirale sich entschließt, in die Körperlichkeit zu gehen, wird regiert durch den Mond. Und deswegen ist der Mond für den Menschen die Bedingung, wobei das Wort Bedingung bereits das Wort Ding enthält, nämlich Ding für Körperlichkeit, um in die Körperlichkeit zu gehen und um aus der Körperlichkeit heraus auch das vollkommene Bewusstsein zu sein. Er ist sozusagen der Wächter für diese 12 Tore. Und wenn du diese 12 Tore durch dich, durch deine 12 Organkräfte, durch dein Bewusstsein dieser 12 Kräfte, die ja deine 12 Aspekte sind, meisterst, dann hast du die Schlüssel, um diese Tore zu öffnen und die Ebene des Geistes voll und ganz zu sein. Und der Blasenstrom, der spielt hier eine ganz besondere Rolle. Auch wenn es natürlich bei den 12 Organströmen keinen Strom gibt, der wichtiger oder weniger wichtig als ein anderer ist, aber es gibt dennoch bestimmte Ströme, Organströme, die haben eine Schlüsselrolle. Warum? Weil der Blasenstrom, der im Übrigen dem Apostel, dem Lieblingsapostel Jesu zugeordnet ist, und Jesu entspricht, wie gesagt, Christus, dem Lebensstrom, der Lieblingsapostel war oder ist Johannes. Und der Blasenstrom, der ist Johannes zugeordnet. Warum? Weil der Blasenstrom das Herzchakra öffnet. Und das Herzchakra ist der Liebe zugeordnet. Und wenn das Herzchakra offen ist und wir diese Liebe entfalten können und leben können, dann ist im Grunde alles offen, weil die Liebe der Schlüssel ist zu allem. Sogar der Schlüssel, um die Ebenen miteinander zu verbinden, beziehungsweise um die in die anderen Ebenen zu geben. Ich hatte euch ja von diesem Traum erzählt, den ich hatte, dass mir der Schlüssel gegeben wurde, nachdem meine Mutter gestorben war, um die Ebenen praktisch, um das Tor zu öffnen, jederzeit, durch diese Rose, die man da reinstecken kann. Und wann immer die Rose wunderschön in heller Blüte, im Saft ist und in ihrer vollen Kraft, dann kann man das Tor öffnen. Wenn die Blüte hingegen welkt, sprich wenn man die Liebe nicht lebt, dann geht das Tor nicht auf. Und ich hatte mehrmals, durfte ich jetzt die Ebenen wechseln und durfte sogar das erste Mal auch meinen Vater kurz wieder sehen. Es war wirklich ein ganz kurzes Treffen, den ich seit seinem Heimgang 2014 nie getroffen hatte. Also ich hatte die Ebenen wirklich jetzt begonnen zu wechseln und der Schlüssel dafür ist wirklich dieses Herzchakra, dass das Herzchakra geöffnet ist und das ist der Blasenstrom, weil der Blasenstrom das Herzchakra öffnet. Ja, und Energieschloss 25, wie gesagt, welches auf dem Strom liegt und hier habe ich es, welches ich euch natürlich auch noch ausführlich beschreibe in meinem Buch Deine 26 Energieschlösser, entschlüsselt durch die großen Arkane des Tarot, anhand der 22 großen Arkane des Tarot. Das liegt am Sitzbeinknochen und ist ein ganz wunderbares Energieschloss, weil es den Körper so stark regeneriert und reinigt, durch seinen Bezug zum Blasenstrom natürlich, dass es auch Jogging im Sitzen genannt wird, weil es auch gleichzeitig, es reinigt nicht nur, aber es modifiziert beziehungsweise es wirkt auf die Muskeln so ein, wirklich
auf deinen Stoffwechsel, als ob du eine halbe Stunde joggst. Wenn du dir eine halbe Stunde lang dieses Energieschloss strömst, indem du dich einfach auf deine Sitzbeine mit deinen Händen, indem du dich einfach auf deine Hände setzt und mit deinen Fingerspitzen dieses Energieschloss 25 berührst am Sitzbeinknochen, da aktivierst du diese vollkommene Reinigung und du kannst es noch unterstützen, indem du mit der anderen Hand das Energieschloss 5 am Fuß strömst. Ich habe das alles auch beschrieben im Buch Deine 26 Energieschlösser, wie ihr die Energieschlösser untereinander kombinieren könnt. Und es ist ja so einfach. Einfach die Finger auf ein bestimmtes Energieschloss legen und auch natürlich dir bewusst werden über die Bedeutung dieses Energieschlosses. Was bedeutet es für mich? Vielleicht auch eine große Arkana ziehen aus dem Tarot. Wenn du einfach mal das große Arkana fragen willst, was sagst du mir heute? Welches Energieschloss ist heute für mich wichtig? Welche Bedeutung oder was willst du mir heute als Mitteilung geben? Und du ist natürlich immer die eigene Seele, weil die großen Arkana des Tarot sind die Bilder deiner Seele und sie geben dir in Wahrheit die Botschaften deiner Seele. Es ist praktisch wie ein verlängerter Arm und sie bringen einfach das, was du mit Sicherheit auch schon selber in dir spürst, aber manchmal dir einfach nicht traust, weil viele Menschen haben nicht das Vertrauen in sich selbst, in ihre eigene innere Stimme, dass sie einfach noch etwas brauchen, was es ihnen bestätigt. Das ist der Grund, warum die Leute auch zu Tarotlegern gehen und so weiter. Sie fühlen es eigentlich schon selber, aber sie wollen einfach noch mal eine Bestätigung kriegen. Und die großen Arkana des Tarot sind da wunderbar. Sie können auch ein Mittel sein, um sogar mit Verstorbenen zu kommunizieren oder man kann auch wirklich die Tarotkarten bewusst bitten, gib mir die und die Auskunft oder will diese und diese Person mir etwas sagen oder zum Beispiel auch, wenn du nicht weißt, wie es ihnen geht, kannst du die Tarotkarten fragen und ja, ich weiß, da sagen einige, man soll die Tarotkarten nicht fragen über andere Menschen, das stimmt, aber wenn es natürlich im Familienkreis ist und man sorgt sich um jemanden, da ist es dennoch so, dass man natürlich die Tarotkarten fragen kann. Ja, es geht ja darum dann, wie geht es der Person? Wenn man dann einfach aus egoistischen Gründen fragt, wie zum Beispiel Hauptfrage bei Frauen zum Beispiel, hat der und der Mann, an dem sie interessiert sind, eine andere Frau? Das ist egoistisch und ja, das sollte man nicht fragen. Wird aber immer wieder gefragt. Also, wie gesagt, der Blasenstrom, der Energetisierungsfinger ist der Zeigefinger und der tut auch so gut. Also ich ertappe mich selber manchmal, dass wenn ich die Ströme mache, ich mache die natürlich jeden Tag, ich mache den Energetisierungsstrom, das ist heute die Blasenenergie und auch die Oppositionsenergie bitte nicht vergessen, weil die ist immer die gegenteilige Energie. Der Blasenstrom strömt nach unten und der Lungenstrom, der die Opposition ist, weil der ist die Widderenergie, die Neumondenergie von diesem Monat, der strömt aus der Brust nach oben wieder in die Arme und der gibt das, ist es wie das Yin und Yang, das Ein- und Ausatmen, was diesen Kosmos ausmacht, die gesamte Schöpfung. Und die Harmonie von Ein- und Ausatmen ist das, was Gesundheit ist. Und deswegen macht es Sinn, diesen Strom auch zu strömen. Und vor allem ist dieser Strom, der Oppositionsstrom, immer der schwache Strom an dem Tag. Und ganz oft zeigen sich Symptome, die mit dem Strom zu tun haben. Heute fragte zum Beispiel auch ein Gruppenmitglied, sie hätte irgendwie Yoga gemacht und sie hätte ein ganz grauenhaftes Stechen plötzlich in der Armbeuge. Was das bitte jetzt zu bedeuten habe. Ja, und da lade ich euch doch einfach ein. Ihr könnt mich natürlich immer fragen, klar, aber geht doch als erstes immer mal zu dem heutigen Mondstrom. Das ist die Blasenenergie. Gut, ihr seht, der strömt nicht durch die Armbeuge durch. Und dann geht zu dem Oppositionsstrom. Und wenn ihr das macht, und ich zeige euch das jetzt gerade mal, dann seht ihr, bingo, dieser Strom, das ist der Lungenstrom, der strömt tatsächlich, schaut mal, der beginnt hier, da ist der gelbe Punkt, der umströmt die Lungen, umarmt die richtig, also richtig wie ein Ballon. Wenn die Lungenenergie in ihrem Saft ist, dann sind die Lungen wirklich wie ein aufgeblasener Ballon. Die sind das Organ der Lebensfreude, die sind das Organ von Mut und Vitalität, ganz wunderbares Organ. Und dann strömt er durch die Arme, hier hinten erst am Hinterarm und dann direkt in der Beuge, in der Ellbogenbeuge nach vorne. Also er kreuzt da richtig durch. Ja, und da habt ihr dann die Antwort, warum dort an dem Tag gerade
ans Stechen kommen kann. Und ihr habt natürlich auch gleichzeitig den Schlüssel, um das zu lösen, indem ihr ganz einfach den Lungenstrom mit aktiviert. Und dann werdet ihr sehen, dass sich das dann mit großer Wahrscheinlichkeit löst. Das waren die Kräfte heute. Wollte ich noch was sagen? Ja, ich halte es euch etwas kürzer. Und dann kommen wir jetzt zu der Wochenkarte, die großen Arkana. Und Supervollmond bedeutet ganz einfach, dass der Mond an dem Tag besonders nah ist. Und wie gesagt, wieso berührt dich das nicht? Ich weiß jetzt nicht. Ach so, hat damit nichts zu tun. Ich kriege die Nachrichten als rein und weiß dann nicht, ob sie mit dem Film zu tun haben oder ob sie von irgendjemandem privaten kommen. Eine Karte ist schon rausgesprungen, während ich gesprochen habe. Und ich zeige sie euch jetzt. Und sie passt zur Nierenenergie in dieser Woche. Weil was ist die Nierenenergie auch? Sie ist nicht nur das Organ der Macht und der vollkommenen Regeneration. Sie ist auch die Energie der Liebenden. Warum? Weil die Nieren zwei Nieren sind. Und sie ist das Organ der Partnerschaft. Und die Nierenenergie ist essentiell für eine erfüllte Sexualität, für eine erfüllte Partnerschaft. Und für Glück und Liebe ganz einfach. Und kein Organ leidet so sehr unter Stress in der Partnerschaft und auch unter zu viel Sex zum Beispiel oder zu wenig. Beides ist im Grunde für die Nieren schädlich. Kein Organ leidet darunter so sehr wie die Nieren. Und deswegen kamen für diese Woche die Liebenden. Und das freut mich total. Und die Liebenden haben die Zahl 6. Und die 6 ist ja ganz stark verbunden, das habe ich euch ja beschrieben in meinem Buch Deine 26 Energieschlösser, mit der Nierenenergie. Warum? Weil Energieschloss 6 liegt genau an der Fußinnenseite. Ich schlage es gerade mal auf, das Kapitel hier. Ich schlage auch sofort die Liebenden auf. Da sind sie. Und Energieschloss 6 liegt an der Fußinnenseite. Seht ihr das hier? Und lässt sich auch ganz einfach strömen. Und der Nierenstrom, und dann könnt ihr zum anderen Buch gehen, und dann versteht ihr nämlich auch, was die Nierenenergie mit Energieschloss 6 zu tun hat. Und da war diese Woche auch eine Frage von jemandem, die wurde von einer Biene gestochen in die Fußsohle. Und das kann dann auch ein Hinweis auf die Nierenenergie sein. Die Nierenenergie strömt direkt über die Fußsohle. Ja? Die beginnt im kleinen Zeh, ihr seht das, und strömt dann in einem Bogen hier direkt drüber, über die Fußsohle und durch Energieschloss 6 durch. Also, Energieschloss 6 ist das erste Energieschloss, welches die Nierenenergie durchströmt, wenn sie beginnt, also beziehungsweise von ihrem Vorgänger Blasenenergie, die Energie im kleinen Zeh übernimmt. Und deswegen sind die Liebenden natürlich die perfekte Karte für diese Woche und für den Vollmond im Skorpion. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und ganz wichtig natürlich auch, wenn wir in dem blauen Bereich sind vom Zodiac, ist, dass wir uns auch Zeit nehmen für uns, für unsere Regeneration. Und ganz viel Zeigefinger halten, viel trinken. Und oftmals kommen derzeit auch Hellsichtträume. Und das Tor, beziehungsweise der Wechsel in die andere Ebene, ist auch leichter an den Tagen. Also, besonders wenn man sich geströmt hat und dann nochmal einschläft, so ist das immer bei mir. Da kommen bei mir immer die Hellsichtträume und da kann ich auch die Ebene wechseln. Nicht immer, aber wenn es geschieht, dann immer nach dem Strömen, wenn ich mir da erlaube, nochmal einzuschlafen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen oder hören uns voraussichtlich dann wieder nächste Woche. Tschüss!